Es ist Zeit zu handeln, jetzt und nicht irgendwann. Wir stehen gemeinsam für soziale Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit und für Frieden. Die Linke ist stark, weil sie viele Menschen für diese Ziele vereint. Wir stehen an der Seite der Leidenschaften dieser Menschen und ihrer Kämpfe für ein gerechtes Land. Stellvertretend besuchen wir einige Aktive von ihnen und fragen sie, was ihnen besonders wichtig ist. Ob in der Fläche oder in der Stadt, es zählt Menschen vor Profite, Gesundheit in öffentlicher Hand. Wir brauchen eine klima- und sozial gerechte Transformation und Erneuerung unserer Infrastruktur. Das würde bedeuten, dass wir bis 2035 Klimaneutralität herstellen und Millionen gut bezahlte Jobs dabei schaffen. Und wir brauchen jetzt vernünftige Löhne, damit niemand im Alter an Armut leidet. Ohne die stärkere Unterstützung des Bundes, Kommunen wirklich finanziell zu entlasten, wird es nicht funktionieren. Wir brauchen die stärkere Unterstützung des Bundes, im Besonderen bei den Sozialkosten, aber auch bei der Frage der Investitionen. Die Linke ist immer an der Seite der Geflüchteten. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen, das ist ein Markenkern von uns und das muss auch so erhalten bleiben. Menschen, die in Not sind, Menschen, die vor Krieg flüchten, die müssen wir aufnehmen und da müssen wir solidarisch sein. Der 8. März sollte ein bundesweiter Feiertag werden für Frauen, für Flinter, also Frauen, die queer sind, Frauen, die schwarz sind, um auch mal anzuerkennen, wie viel Frauen in dieser Gesellschaft leisten und mit wie vielen strukturellen, rassistischen und Diskriminierungen sie zu kämpfen haben. Der zentrale Antrieb unseres Wirtschaftssystems ist das Gewinnstreben. Und das geht zulasten von Mensch und Natur. Als Linke sind wir die einzige Partei, die für Frieden eintritt, die gegen jegliche Auslandseinsätze der Bundeswehr ist. Das sollte auch so bleiben. Und deshalb bin ich dafür, dass man sie so schnell wie möglich zurückholt und dann nicht hier irgendwie im Innern einsetzt, sondern dann auch hier sukzessive ihre Größe verringert. Über 30 Jahren deutscher Einheit ist der Osten immer noch Billiglohnland und darf nicht so richtig mitentscheiden. Wir haben hier vor allem verlängerte Werkbänke, längere Arbeitszeiten, eine geringere Tarifbindung in Ostdeutschland. Kulturangebote müssen für jeden erreichbar sein. Man muss die Möglichkeit haben, mit dem Geld, was ich habe, Kultur erleben zu können. Wir brauchen jetzt einen Mietendeckel auf Bundesebene oder eine Öffnungsklausel für die Länder.